herzlich willkommen zum Vortrag heute. Wie funktioniert der kosmische Bestellservice? Mein Name ist Janison Tompkins. Ich bin Lehrtrainerin, Lehrcoach in Köln und schon sehr lange hier immer Kongressreferentin, liebe das sehr und überlege mir halt immer zu den Themen des Kongresses passend, so was könnte man da jetzt Sinniges machen. Und positive Psychologie heißt ja nun vor allem erstmal dieses positive Denken. Und da habe ich gedacht, klar, also was kann es irgendwie anderes geben oder was kann noch besser das ausdrücken als einfach diese Bestellung ans Universum, weil genau dabei geht es halt darum, während noch Einzelne dazukommen gerne, habe ich mir so überlegt, das werdet ihr gleich so mitkriegen. Wir machen so ein praktisches Beispiel und wir machen zum Schluss auch nochmal so eine praktische Übung. Das heißt, ihr dürft dann auch mal was miteinander nochmal so euch fokussieren. Also es ist jetzt nicht nur Vortrag von mir. Damit ihr wach bleibt, wer von euch hat gestern Party gefeiert? Eine sehr gute Möglichkeit ist, so die Öhrchen zu massieren, ne? Wenn man da so komplett einmal die Außenmuscheln, so bis es so knallrot wird, die Ohren. Das ist so eine Art Ganzkörpermassage eigentlich an den Ohren. Das ist also eine gute Möglichkeit. Oder auch so den Kopf so hier in die Hand zu nehmen und ganz leise, vorsichtig die Stirnhöcker. Ja, wenn ihr das tut, dann aktiviert ihr den Frontlappen, Fronti. Na, wie heißt er richtig? So Zingulus, so und so. Und das erhöht die Aufmerksamkeit. Ne? Ansonsten, wer einschläft, kann ja irgendwie vom Nachbar geweckt werden. Also ich hoffe, ich verhindere es irgendwie. Ja, fangen wir an. Also, da gibt es natürlich die berühmte Bärbel Mohr. Die habe ich mal vor Jahren gesehen, Bärbel Mohr, eine ganz wunderbar lustig, fröhliche, die saß da so, ne, wippte mit den Beinen und hat einfach diese schönen Bücher geschrieben. Ich glaube, das war irgendwie eher so auch so aus einer Zeitungs-, die hat erst nur Zeitungsartikel geschrieben und dann schließlich dieses Buch. Ich darf leider nicht weiter rübertreten, weil dann sieht man mich nicht auf der Kamera, deswegen ihr müsst hier so gucken oder ihr kommt hier alle rüber, dann seht ihr mich besser. Also ich, hier ist so eine Schiene, ich darf immer nur bis hier gehen, also weiter darf ich nicht. Und bis hier, ne? Also Raum ist begrenzt. Also von daher kommt ruhig hier alle hier rüber, dann habt ihr mich ganz live. Guten Morgen, hereinspaziert. Ja, also es ist halt so, da gibt es diese sogenannten Grundschritte der Bestellung. Und das Wichtigste ist halt, dass es sich dabei eben um das Gesetz der Anziehung handelt. Das Gesetz der Anziehung, da steht schon auf den ägyptischen Pyramiden, steht schon wie oben so unten, wie innen so außen. Das bedeutet also, mein äußeres Leben reflektiert ganz genau mein Inneres und zwar im Großen wie im Kleinen. Ja? Das bezieht sich auf alles, also mein Outfit, mein Auto, meine Beziehung, was auch immer ich tue, meine Finanzen, das ist eben alles genau ein Spiegel von dem, was ich innen drin denke und wie ich innen drin meine, was so für mich richtig ist und angemessen und was so meins ist. Ja, ihr seid ja vielleicht erstaunt drüber, aber das ist halt raus aus der Opferfalle, da ist man einfach in der freien Selbstverantwortung. Das heißt also, ich ziehe das an, worauf ich meinen Fokus richte. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn zu einer meiner Seminare niemand kommt, dann frage ich mich immer so, die Sonne war so schön, ach, vielleicht wollte ich eigentlich lieber mit meinem Schätzchen mal einen Ausflug machen. Und dann tun mir die Teilnehmer den Gefallen und bleiben zu Hause. Ja, das heißt, da muss ich jetzt nicht anfangen zu jammern und zu denken, oh Gott, was ist denn da falsch gelaufen? Das ist nicht falsch gelaufen, nur irgendwie ich war halt mit meinem Fokus woanders. Und dann läuft eben das Programm, worauf ich den Fokus richte. Ne, weil wir haben alle, nach diesem Gehirnvortrag bin ich mir da gleich nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube so 10.000 bis 11.000 Einheiten Wahrnehmungsbits pro Sekunde, also wir haben eine unglaubliche Möglichkeit, Dinge wahrzunehmen.
Aber ob ich was wahrnehme oder nicht, liegt einzig und allein daran, worauf ich den Fokus richte. Deswegen ist dieser Fokus ganz, ganz wichtig. Und dabei geht es ja auch nicht mal darum, worauf mein bewusster Verstand den Fokus richtet, sondern worauf das Unbewusste den Fokus richtet, was wiederum gesteuert wird durch Emotionen. Das heißt, deswegen ist es ganz immer wichtig, dass ich mir überlege oder dass ich mich selber ein bisschen beobachte, was will sie denn gerade? Was macht sie? Weil wir handeln ja erst und reflektieren ein paar Sekunden später erst. Man hat so Leute so voll verkabelt und hat dann so eine Szene gespielt, wo Kinder auf eine Straße laufen und irgendwie ein Auto nähert sich, ein Ball und so. Ne? Die sind einfach drauf losgesprungen und haben irgendwie das Kind gerettet. Also wenn die jetzt lange überlegt hätten, welche Geschwindigkeit hat das Auto, wie schnell läuft das Kind, wäre es schon längst passiert gewesen. Das heißt also, wir steuern nicht mit unserem Verstand unsere Taten, sondern das Unbewusste entscheidet sich aufgrund von inneren Impulsen, will ich nicht, mag ich nicht. Und der Verstand, der findet dann irgendwie so eine plausible Erklärung, damit das Ego überlebt, damit ich so ein Gefühl habe, wie doch, das habe ich entschieden. Weil sonst würden wir uns ja völlig besteuert vorkommen, ne? Dass ich überhaupt nicht weiß, was eigentlich passiert hier in meinem. Und ich kann es steuern, indem ich Impulse gebe. Und das hat mit diesem Fokus zu tun. Das heißt, wenn ich verwirrt bin, dann ziehe ich eben Verwirrung an. Wenn ich klar bin, ziehe ich Klarheit an. Denke ich negativ, ziehe ich Negatives an. Denke ich positiv, ziehe ich Positives an. Deswegen ist es so wichtig, sich auf Gesundheit, sich auf das auszurichten, was mir Spaß macht und das nächste Schöne im Blick zu haben. Und halt nicht zu jammern und ne, mich damit zu beschäftigen, was alles nicht ist oder welche Fehler ich mache oder was alles gerade in meinem Leben negativ ist. So gesehen bin ich also der Schöpfer meiner Realität und niemand sonst, wobei das natürlich unbewusst abläuft. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt da wiederum ein Schuldgefühl drüber machen sollten, oh Gott, ne, was mache ich alles falsch? Das würde auch schon wieder zu viel in diese Negativecke gehen. Ich darf mir auch verzeihen und ich darf auch, kommen Sie ruhig hier rüber, weil da kann man mich besser sehen. Ich darf nämlich darüber nicht. Ja, dann machen wir es doch mal praktisch. Also nehmen wir mal die Bestellung einer neuen Kaffeemaschine. Dazu habe ich also 14 Schritte entwickelt. Also es ist so, meine altgediente Kaffeemaschine ist tatsächlich kaputt. Und das ist nämlich, damit fängt es schon mal an. Ja? Wir brauchen am besten ist eine fette Krise, um uns wirklich zu motivieren, uns in Aktion zu begeben. Ohne Krise, ne, machen wir immer noch weiter. Also es kommt kein Kaffee mehr, läuft Wasser raus. Ne? Das ist so, wie, so ähnlich wie mit leeren Zahnpastatuben oder sichtbarem Haaransatz. Ne? Alle diese Dinge führen dazu, ne? Kleiderschrank geht nicht mehr zu, dass man sich sagt, okay, hier ist eine Grenze erreicht, da geht nichts mehr, jetzt muss gehandelt werden. Dann machen wir aber immer noch nichts. Ja? Sondern, ne, vielleicht kann man sie ja doch noch reparieren, lohnt sich das? Ne? Und dann leben wir mit Alternativen, also wir holen Kaffee to go, gegenüber ist ein wunderbarer Kaffeeladen, kochen Tee, auch mal schön, ne? Oder nehmen Senseo, was ja, ne? Also irgendwas tun wir, aber es nervt. Ne? Und der Leidensdruck wächst zwar, aber wir halten immer noch dagegen, einfach weil die Komfortzone ist sehr, sehr verlockend und sehr stark. Naja, dann, das ist also der sogenannte Hängematten-Modus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Zustand, in dem wir Bestellungen abschicken. Also ohne Hängematten-Modus geht gar nichts. Ihr könnt das alles schon mal üben. Also man macht da so die Arme so zurück, ja. So, atmet tief durch. So, lässt die Beine lang, ne? So, nicht überkreuzen, schön. Das ist der Hängematten-Modus, ja. Und jetzt stellt man sich vor, alles ist gut, ja, wunderbar, der Kühlschrank ist voll, es ist warm hier, es wird regnet auch nicht rein und so. So, und was wäre jetzt hier schön? Ne? Das heißt, da kann man sich so überlegen, was für Alternativen gibt es so. Ne? Dann kann man auch mal anfangen rumzufragen, was kennt ihr denn alles so für Kaffeemaschinen und
wie groß sollte die sein? Aber da ist noch nichts entschieden. Ja? Das ist erstmal so dieses, was wäre denn schön? So, jetzt ist es so, jetzt habe ich schon was entdeckt. Ja? Ich habe schon sowas im Auge. Aber ich frage mich noch, ist das jetzt auch wirklich für alle Zwecke gut? Ja? Weil, ne? Macht die jetzt zum Beispiel, hat die einen externen Milchschäumteil, ne? Und ist das jetzt besser? Ne? Weil wir haben ja, es gibt dieses schöne Buch von dem Buzz Cast, ich weiß nicht, was ich wollen sollte, und da steht drin, dass wir alle völlig überfordert sind von diesen Hunderten von Entscheidungen, die wir treffen sollen. Und diese x Anzahl von Modellen, die es da gibt, mit Sonderfunktion A, B, C, D, ne, führen dazu, wenn man einen neuen Drucker kauft, braucht man eine Woche Zeit, ne? Nur um sich erstmal reinzuarbeiten in dieses Thema Drucker, ne? Oder eben Kaffeemaschine. Ne? Und das kann auch nochmal eine ganze Weile das verhindern. Und dann aber, wenn das dann wirklich so weit ist, dass man sagt, so jetzt volle Kraft voraus, dann hatte ich schon mal wenigstens eine innere Klarheit, doch eine neue wird es sein. Und dann kann man sich eben diese Feinsuche begeben, was für Modelltypen gibt es da, so in welchen Farben und Größen und so. Passt das überhaupt in die Küche rein? Ne, so, weil dann ne, ist vielleicht, soll es die rote sein oder die schwarze mit Silber oder so. Ne, und was kostet die? Also da bin ich noch immer so in so einer Phase, begutachte die Quellen heutzutage, ganz, ganz wichtig, ne? Hat der Verkäufer gute Noten, ne? Weil worauf lasse ich mich da jetzt so ein, ne? Und oder in einem Laden, in welchem Laden kaufe ich das, weil alles das, die Umstände, wie das ist, das nehme ich ja alles dann mit. Steht ja dann da bei mir, ne? Das heißt also, ich muss eigentlich meine Kriterienhierarchie klären, ne? Nach welchen Kriterien entscheide ich mich eigentlich so? Ne? Ist das mehr die Ästhetik, die Verfügbarkeit, muss die morgen da sein, ne? Oder ist es mehr so die Erfahrungsberichte? Wenn dann jemand sagt, ich habe sie ausgepackt und das ist das absolute Schrottding, dann sagt man, okay, dann die doch nicht. Dann fängt man wieder von vorne an, ne, sucht wieder nach neuen Kriterien. Wem glaube ich eigentlich? Also hier kann man auch irgendwie eine tiefe Selbsterkenntnis an der Stelle praktizieren und sich seiner eigenen Werte bewusst werden. Ihr meint vielleicht, das wäre jetzt so läppsch, aber ne, das... Diese Werte kann man auch auf andere Dinge übertragen. Wir werden das gleich noch für die Partnersuche durchspielen. Dann werdet ihr merken, da sieht es ähnlich aus. So, jetzt bin ich endlich soweit. Ich bestelle. Ja, ich bestelle die beste, schönste, günstigste. Und in diesem Moment bin ich vor allem auch davon überzeugt, dass das auch jetzt die richtige ist. Ja? In welchem Zustand befinde ich mich dann, wenn ich die jetzt bestelle? Vorfreude, ne? Vorfreude und was noch? Zufriedenheit. Klarheit. Vor allem auch Zuversicht. Ja? Ich bin zuversichtlich, dass das Richtige ist. Ich habe auch das Geld, um die zu bezahlen. Sie wird bei mir reinpassen. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Bestellvorgang, dass ich also da jetzt kein bisschen Zweifel mehr habe. Nicht noch irgendwie denke oder aber nicht oder aber doch nicht. Weil... Yeah, genau, so, ich habe bestellt. Jetzt warte ich auf die Lieferung. Das ist ein schwieriger Zeitpunkt, weil manchmal kommt sie nicht. So war das nämlich mit meiner Kaffeemaschine. Ich hatte sie endlich gefunden, eine De'Longhi, wunderbar. Aber sie kam nicht. Kein Zettel im Briefkasten, bei den Nachbarn auch nichts abgegeben. Und DHL sagte auch noch, die Lieferung ist zugestellt. Da freut man sich so richtig drüber. Die ist überhaupt nicht da und das heißt, sie ist zugestellt. Ne? So, Verzweiflung macht sich breit. Ne? Wo könnte meine Kaffeemaschine sein? Ne? Und dann ne, natürlich die Frage, ist jetzt mein Geld futsch? Was ist da jetzt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ne? Und schon wieder Ärger, immer noch kein Kaffee. Und dann hat das Universum dies sogar wieder zurückgenommen. Da war ich also wirklich... Ne, da, also
ne, sie haben mir ja zwar das Geld zurücküberwiesen, aber ich frage mich so, was ist denn da jetzt los? Wieso darf ich denn vielleicht keine Kaffeemaschine haben? Ne? Kann es sein? Also die Tassen waren schon da, so doppelwandige Tassen. Der Entkalker war auch schon da, Kaffeemaschine nicht. Also ich war in eine richtige Sinnkrise gestürzt. Ne? Ob ich vielleicht doch, weil diese andere Kaffeemaschine ist schon seit 40 Jahren im Familienbesitz. Ja, könnt ihr euch vorstellen? Der untreu zu werden, das war natürlich auch nicht so einfach. Ne? Naja, dann habe ich mich also genau alle diese Fragen gefragt, Öko-Check, ne? Was sagt das Universum, ist das doch nicht die richtige? Dann habe ich mir gedacht, Klappe die 17., egal. Ne? Das war halt die falsche Firma, also hatten verloren, ne? Aber definitiv verloren, Standardansage, also keine normale Ansage, nichts Persönliches. Ne? Habe ich also dann aber erstmal natürlich trotzdem wieder gewartet, aber tut sich ja nichts von alleine. Ne? Also zweiter Versuch, diesmal direkt bei meinem Händler, wo ich sonst auch bestelle. Und wird sogar billiger. Ne? Okay, und dann habe ich dabei auch die Lieferung angenommen. Also, ich habe das Paket beim Nachbarn abgeholt, war trotzdem keine Benachrichtigung da im Briefkasten. Ne? Schon merkwürdig. Also irgendwas, glaube ich auch, ist immer noch nicht ganz so richtig mit dieser neuen Kaffeemaschine. Aber sie hat funktioniert, alles perfekt und auf Knopfdruck kommt er jetzt. So, jetzt gehen wir doch mal zu einem neuen Partner. Da machen wir es nämlich ganz genauso. Ja, also erstmal ist die Frage... ist der Alte wirklich weg? Ich meine, das allein schon ist ja die Frage. Ja? Vielleicht ist er ja irgendwie noch nicht so richtig weg. Ne? Aber wenn das so eine absolute Krise ist und ich wirklich, wirklich überzeugt bin, ja, der kommt nicht wieder oder ich will den oder sie will absolut nicht, ne? Hat alle Möbel mitgenommen, ne? Also keine leere Zahnpastatube, und ich habe ein K-Minus beim Drandenken, also ein negatives Körpergefühl, ne, sowas wie sichtbarer Haaransatz. Also ich weiß, nein, das war's. Vorbei. Also, loslassen. Dann aber, ne, also links ist noch immer Kaffeemaschine, jetzt rechts haben wir Partner. Also wir ändern natürlich trotzdem noch nicht so schnell was. Ne? Ich meine, manche sind ja 10, 20 Jahre Single, oder? Also das kann man lange aushalten. Also länger als ohne Kaffeemaschine. Ja, also so einen Partner kann man sowas von auf die lange Bank schieben, ne, bevor man da irgendwie mal... Ne? Was? Ja, eben, die Alternativen, sag ich ja, ne? Die Alternativen, also erstmal, vielleicht kann man den Alten noch reparieren, so Coaching, Training oder sowas irgendwie, kann man den noch eine NLP-Ausbildung verkaufen, vielleicht kommt der ja so Phönix aus der Asche, ne? Oder eben ne, alte Liebhaberinnen und Liebhaber, man kann einfach so flirten oder eben meditieren, ne? So mit zu sich selbst kommen, ne? sowas alles. Aber es nervt natürlich, ne? Und irgendwie der Leidensdruck ist vielleicht da, aber noch nicht stark genug. Also das ist die Frage, wie viele Jahre man damit so durchhält. Ne? Jetzt könnte man sich nämlich genau wieder in den Hängematten-Modus begeben. Macht das nochmal so hier. So. Das ist eigentlich auch Gymnastik. Ja. Ach, der Hängematten-Modus. Ja, so welchen Partner hätte ich denn jetzt so gerne? Ne? Also stellt euch vor, ihr seid so auf der Hängematte, so an der Südsee. Ne? Alles ist gut, das Meer schwappt. Ne? Ihr liegt da, es ist warm, alles ist ganz wunderbar. Die Frage ist so, was könnte jetzt noch dazukommen? So ein schöner Drink vielleicht oder eine kleine Massage gefällig. Und zwar so in dieser ganz absichtslosen Neugier. So, du hast jetzt keine Bedürfnisse, alles ist gut, aber jetzt könnte einfach was Schönes dazukommen. Ne? Naja, und dann kannst du dich dann also wieder damit so ein bisschen genauer beschäftigen. Also wenn euch da was gekommen ist, so Ideen, ne? Ich habe dazu auch zum Hängematten-Modus einen Podcast auf meiner Homepage, da könnt ihr euch das nochmal verlängert anhören, wie das so schön ist mit diesem Zustand. Ja, dann könnt ihr also überlegen, naja, blond, braun und so weiter, ne? Da kommt man dann auch hier so ne, in diese, man muss aber noch fragen, ist es wirklich für alle Zwecke gut? Ja?
Also ihr habt jetzt vielleicht irgendwie so einen blonden Adonis oder eine schwarze Lolita oder was gesehen, aber jetzt ist es auch für Gespräche und kann er denn auch handwerklich was oder ist sie so gut wie meine Mutter? Also diese ganzen Fragen oder eben ganz anders wie meine Mutter, also dieses, ja, und wenn man dann so Revue passieren lässt, die ganzen Partner der Vergangenheit, was alles war da jetzt, ne? Weil das will man ja alles nicht mehr wiederholen, ne? Das Gute bewahren. Also mit anderen Worten, das dauert dann eben auch ein paar Jahre, ne, bis man das so alles abgewogen hat. Ne? Aber man will doch einen, okay, also ich will einen neuen, ich will, soll so nicht bleiben. Und dann passt er in meine Wohnung. Also ich habe schon... Ja, ihr lacht. Also ich mache ja ab und zu mal so Flirtseminare. Ne? Und bei diesen Flirtseminaren habe ich dann so gefragt, ja, jetzt stellt euch doch mal vor, ihr müsst jetzt die Hälfte des Kleiderschranks ausräumen. Ne? Was? Nee. Ja. Ja, also daran scheitert das schon mal direkt, ne? Weil irgendwie, also, und dann noch die ganzen seine Kaffeetassen sollen dann in meiner Küche stehen, ne? So, also, ja, so, das sind diese fatalen Fragen der praktischen Umsetzung. Oder man muss vielleicht umziehen oder sowas, ne, in eine fremde Stadt, oder er hat irgendwie noch ein Haus auf dem Land mit 3 Kindern oder so. Also das sind alles so Dinge, ne, das ist diese ganze Ökologie, die muss ja stimmen. Das heißt also, und dann muss man sich auch noch Erfahrungsberichte von Freunden anhören, wobei da ist jetzt die Glaubwürdigkeit und Seriosität schwierig, ja. Weil entweder die empfehlen mir jetzt einen abgelegten Liebhaber, das kann ja sein, ja. Aber ist das jetzt der Richtige für mich? Wie meinen die das überhaupt? Ja, oder ist das nur so, weil sie denken, ne, das würde passen und so? Also da muss man die Quellen noch kritischer, wie im Internet, muss man das noch sehr kritisch beäugen. Ne? Wer empfiehlt mir was und warum? Welchen Hintergedanken? Ne? Naja, vielleicht will ja jemand sein schlechtes Gewissen beruhigen oder so. Also dauert, ne? In jedem Fall. Und natürlich kann ich mich da auch gut mit meinen Kriterien beschäftigen. Also was für Kriterien habe ich jetzt? Was ist mir denn beim Partner wichtig? Ne? Akademiker oder irgendwie, ne, das Gehalt, ne, Verfügbarkeit, wie viel Anhang soll da so sein? Ne? Muss ich erst noch 5 Jahre warten oder sowas? Oder wie geht es, dieser Witz, trifft sich ein 75-Jähriger mit einem 85-Jährigen und der 85-Jährige hat eine 20-jährige Frau geheiratet. Dann fragt der 85-Jährige, wie hast du das denn gemacht? Oh, sagt er ganz einfach, ich habe gesagt, ich bin 90. Ja, also mit anderen Worten, da sind viele Kriterien, spielen da so eine Rolle, ne? So. Und da kann man sich eben auch sehr intensiv mit so seinen eigenen Werten auseinandersetzen. Was ist mir jetzt wirklich wichtig? Worum geht es da eigentlich? Und dann bestelle ich. Ne? Ich bestelle halt irgendwie so in diesem Zustand, so, ne? Stelle mir das so richtig schön vor, ne? Entspanne mich. Ja. Ne? Yeah, genau. So, jetzt der spannende Punkt. Ja? Ich habe bestellt, aber, naja, also vielleicht hat sich da was getan. Ne? Ich habe vielleicht im Internet irgendwie, auf so eine, ja, bei den Nachbarn ist auch nicht so. Ist nicht immer so einfach, ja, so keine Mails, keine SMS oder so, ne? Also... Ja, Freunde sagen, ich habe ihn dir doch vorgestellt, du hast ihn oder sie vergrault. Also mit anderen Worten, das ist doch mal dieser ganze schwierige Umstand. Und im Grunde verbergen sich da jetzt wieder sämtliche Zweifel dahinter. Ne? Das sind so alles so doppelte, ne, Netz und doppelte Böden, weil, ne, vielleicht bin ich doch noch nicht, ne, wie gesagt, seine Tassen gefallen mir nicht oder so. Ne? Oder die Schwiegermutter, ne? Der Johann Schweißgut, ein Systemiker, hat mal gesagt, die Ehe ist das Aufeinandertreffen feindlicher Systeme. Ja, also da muss man sich schon ganz genau überlegen, welche Feinde hole ich mir da irgendwie so ins Boot. Also, und vor allem, je älter man wird, ne, desto öfter man neue Kaffeemaschinen bestellt hat und so, da weiß man dann eben, was die Tücken. Ne? Die Tücken liegen da im Detail. Ne?
Naja, und dann, wenn das jetzt so vielleicht doch nichts wird, dann frage ich mich wieder, habe ich mich jetzt blamiert? Ich habe jetzt irgendwie mich gezeigt da so vielleicht, irgendwelche knutschende Fotos bei Facebook veröffentlicht oder so. Ne? Vorschnell habe ich was falsch gemacht. Aber irgendwie, das Bett ist leer, also es ist immer noch keiner da. Also das wird mich dann doch wieder dahin bringen, zu überlegen. Könnte aber auch sein, ne, wie bei meiner Maschine, dass er mich eben nicht will und sich wieder entzieht. Es gibt doch jetzt diese Tinder, heißt das, glaube ich. Ne? Tinder, dieses so eine App, wo man so gucken kann, wer findet mich gut, so in der unmittelbaren Umgebung. Da kann man die ganze Zeit sagen, nein, 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 jo, nein, nein. Ne? Kann man also Leute bewerten, üben. Ne? Und da kann man natürlich die abenteuerlichsten Begegnungen haben und so, aber ne? Ist das jetzt? Und dann kommt der AB mit Standardansagen, also ich werde da auch einfach weggeklickt, ohne Angabe von Gründen. Ja, der Kundenservice antwortet nicht, braucht man heutzutage alles gar nicht. Und da kann ich mich dann eben genau auch wieder fragen, was will das Universum mir damit sagen? Bin ich da unklar? Bin ich da am Zweifeln? Ist da vielleicht doch nicht das Richtige? Oder ist der Zeitpunkt nicht richtig? Ja, wenn ich zum Beispiel noch nicht weiß, vielleicht kriege ich noch einen neuen Job im Ausland und geht der Partner dann mit ins Ausland? Oder lerne ich den dann da im Ausland kennen? Aber was ist, wenn ich den im Ausland kennenlerne und ich will da gar nicht bleiben? Dann habe ich da einen. Ne? Und was ist dann mit den Enkeln und meine Eltern, ja, die dann irgendwie nicht nach, was weiß ich, China wollen oder so? Also ich hatte mal eine Schülerin in der Jugendwerkstatt und die sagte, sie würde niemals heiraten wollen. Ich habe gesagt, wieso denn nicht? Ja, man weiß doch nicht, ob es der Richtige ist. Ja, sage ich, woran würdest du das denn erkennen, ob es der Richtige ist? Ja, sagt sie, daran, dass man am Ende des Lebens zusammengeblieben ist. Ist also wirklich, die Logik ist schlagend, ne? Absolut schlagend. Macht man mal so eine Timeline-Übung, ne? Geht man mal so ans Ende des Lebens und fragt sich, und ist er immer noch da, dann war es der Richtige. Tja, okay, Klappe die 17. Also wir stürzen uns doch da rein, verdauen sämtliche Misserfolge, überlegen uns vielleicht, waren die Umstände falsch, das falsche Partnerportal oder ne, irgendwas hat nicht gestimmt oder so. Ich kann es aber auch auf die anderen schieben. Ne? Das war irgendwie die Empfehlung war falsch oder der Umstand war falsch, ich habe es falsch angepackt. So geht das stundenlang. Ne? So, das ist ja auch immer so dieses, wann fange ich wirklich an, für mein Tun die Verantwortung zu übernehmen und wann denke ich doch, es ist irgendwie was von außen, das feindliche System. Ja, dann versuche ich es vielleicht einfach nochmal, ne? Diesmal bei meiner Kneipe um die Ecke. Da wird es auch billiger dadurch. Ne? Dann brauche ich jetzt keine Mitgliedschaften und sonst was. Und mache mich nochmal auf die Piste, ne? Lege ich nochmal los und finde dann vielleicht auch was. Ne? Und idealerweise, ja, ne? Ausgepackt, untersucht und dann ist irgendwie Wohnung wieder belebt. Ne? Rückenmassage kommt auf Knopfdruck, was auch immer ich jetzt bestellt hatte. Das hängt ja jetzt von meinen Bestellungen ab und von meinen Werten, ne? Was da jetzt irgendwie so alles ist. Ja. Ja, so, was für Fehler kann man denn alles so machen, wenn ihr bestellt? Wenn ihr jetzt an eure Bestellungen so denkt, ne? Also erstens, ein bisschen klein geschrieben, also erstens, wenn man zu verstresst ist, wenn man zu verstresst ist und verkrampft ist, dann ist man so starr und gierig oder ängstlich und verzweifelt. Das heißt, dann ist einfach die Betriebstemperatur, was Martina Schmidt-Tanger immer so schön erklärt hat, die ist dann so hoch. Und dann verpassen wir es, weil wir sind dann einfach nicht in einem Ressource-State, sondern wir sind letztlich in einem Stuck-State. Und das heißt, wir fahren Notprogramme und wir können nur das machen, was wir irgendwie jetzt so noch gerade zum Überleben brauchen. Und gerade für diese Bestellung muss ich sozusagen 360 Grad sämtliche Antennen aufmachen. Weil der Partner kann ja... Ups. Ja, aber ich will dich jetzt nicht. Das redet immer mit mir her. Genau. Irgendwelche Dinge. Vielleicht.
Ja, das ist wirklich so. Also meine Computer zwischendurch, wenn die dann irgendwie streiken, weiß ich, jetzt musst du nach Hause gehen. Ne? Hast du zu lange gearbeitet. Ja, also dieses ganze gierig, ängstlich und so weiter, das funktioniert einfach nicht, weil ich dann eben natürlich auch viel zu verstresst bei anderen ankomme. Ne? Do you want my shit? Irgendwie. Ne? Also Entspannung ist da ganz wichtig. Ne? Auch schwierig ist, wenn ich zu perfektionistisch bin. Ja? Also wenn ich ganz genau 1,86 Meter bestellt hatte und es kommt 1,85 Meter. Weil dann bin ich nämlich zu sehr in dieser Verstandesebene und erlaube dem Unbewussten nicht, da vielleicht eine ganz andere Wahl zu treffen, die vielleicht erst 2 Jahre später wirklich zum Tragen kommt. Also eben bei diesem Job in der Jugendwerkstatt, da hatte ich die 20-Punkte-Liste gemacht. Ich würde euch sehr empfehlen, von Raymond Hull, ein schönes Büchlein, alles ist erreichbar. Und da soll man also 20 Punkte aufschreiben, was man alles ganz genau da möchte. Und da hatte ich dann zum Beispiel so ein Kriterium war, dass das irgendwie im Grünen sein sollte. Und dann saßen die in so einem kleinen Fleckchen Grün und tranken Tee. Das haben die in den 3 Jahren, wie ich da gearbeitet habe, nie wieder gemacht. Aber genau da, so für mich zum Abhaken der Liste, saßen die dann tranken Tee. Ne? Und dann wollte ich außerdem noch gerne eine Dreiviertelstelle haben. Das war überhaupt nicht machbar, aber ich hatte das irgendwie halt auf meiner Liste stehen. Und 1,5 Jahre später kam eine Kollegin, die noch 5 Stunden woanders geben sollte. Und das ließ sich dann so einrichten, dass die das statt meiner machte und so. Und ich hatte es halt schon irgendwie im Hinterkopf. Ne? Ich hatte schon so diese Idee, war aber absichtslos. Also ich habe das trotzdem gemacht und angenommen, die Stelle. War jetzt nicht verkrampft, weil also hätte ich da jetzt jeden Monat genervt, ne, dann wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Aber so in dem Moment, wo etwas vorbeikommt, dann zu sagen, hey, das ist doch das, was ich bestellt habe. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich Lieferung annehmen. Ich sehe schon, du wirst müde, musst hier die Äuchen jetzt hier. Nachbarin. Also falls ihr müde werdet, ne? So, dann natürlich Überheblichkeit, ja, also wer anmaßend, egoistisch, fordernd, zickig und so weiter ist, das mag das Universum auch nicht. Ne? Also das geht nicht mit Zwang und auch nicht mit Druck. Und natürlich auch dieses Unklare, das hatten wir ja jetzt die ganze Zeit, also diese Kriterien, will ich wirklich, ist es das Richtige und so weiter, also dieses ganze Orientierungslose, Abgelenkte, da weiß ja eben auch mein ganzes Umfeld überhaupt nicht, was ich will. Wenn ihr nicht klar sagen könnt, ich will eine Dreizimmerwohnung mit ne, Balkon in dem und dem Viertel, nicht zu genau, ne? Wie gesagt, immer noch so ein bisschen Unschärfe, weil das Universum findet vielleicht noch die bessere Wohnung, wo dann in 2 Jahren sich die Möglichkeit ergibt oder ein Balkon dran gebaut wird. Ja? Du weißt es noch gar nicht, aber es ist vorgesehen. Ne? Aber ansonsten stimmt alles. Man muss dann irgendwie so vielleicht 80% oder so. Sonst ist man wieder in dieser Perfektionismusfalle. Natürlich, wenn ich nicht bei mir bin, ne, dann ist es ganz schwer, weil wer schickt dann da die Bestellung ab? Also das ist schon mal ganz gut, wenn ihr dann so wirklich das Gefühl habt, also wir haben ja innere Teile in uns. Ja, je nachdem, wie viele NLP-Ausbildungen ihr habt, können das dann schon mal locker so 20, 30 sein. Ne? Werden ja bei jeder Übung, jedem Reframing kommen neue innere Teile zu Vorschein, alle mit positiver Absicht und so, plus Introjekte und so, das ist also dann schon eine ganze Anzahl. Aber es sollte, sagen wir mal so, ne, sagen wir mal 60% meiner inneren Anteile, wenn die anwesend sind und sich einigen können, dann habe ich eine gute Chance, dass ich eben bei mir bin und auch so das Gefühl habe, das ist jetzt eine Entscheidung von mir und nicht von meiner Mutter oder meinem Vater oder ne, dem Umfeld oder wer sonst irgendwie was denkt haben zu wollen. Zweifel hatten wir, innere Zerrissenheit. Und dann kommt noch diese Geschichte mit dieser inneren Erlaubnis. Also die Gundel Kutscherer, die hat das immer so schön ausgedrückt, die sagt also, wir halten unserer Familie immer die Treue auf einer unbewussten Ebene. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel die ganze Familie, sagen wir mal, Beamte
waren und wir machen uns selbstständig, dann ist das ja ein großer Bruch so mit der Tradition. Und dann lassen wir uns wenigstens dabei schlecht gehen. Ja, dann kann man wenigstens sagen, ja, aber es geht mir so schlecht. Oder man arbeitet unglaublich viel dabei. Und das besänftigt dann so ein bisschen. Ne? Da führt dann, hat man so auf so einer ganz unbewussten Ebene quasi über das Problem wieder eine Bindung miteinander. Sowas muss man dann schön feinfühlig rausfinden und klären. Ne? Darf ich das jetzt wirklich? Der Bernd Isert macht da immer diese wunderbaren Übungen mit der Grenzüberschreitung, wo man sich so umdreht und seine Ahnen fragt um Erlaubnis, darf ich jetzt weitergehen? Ne? Und dann kann man einfach wieder Schrittchen weitergehen. Aber ohne diese innere Erlaubnis passiert halt auch nichts. Da drehe ich mich irgendwie auf der Stelle und darf ja innerlich nicht weitermachen, weil sonst gehöre ich nicht mehr dazu. Und da wir alle ganz dringend diese Bindung brauchen, ne, Bindung und Freiheit sind immer die großen Pole, ist das ein Riesenthema. Ja, und dann gibt es halt so Leute, die sich sehr dissoziiert. Das ist so wie ähnlich wie nicht bei sich sein, aber die sind halt dann so in so eine zynische Haltung gegangen und verhindern es quasi, Erfolg zu haben und ihre Ziele zu erreichen, weil sie anderen das nicht gönnen möchten. Kennt ihr diese Sprüche, die so eine Schweizer Lebensversicherung mal aufgeschrieben hat, so als Erklärung auf den Policen nach Unfällen? Da gibt es irgendwie lauter so schöne Dinge, so wie, und dann warf ich einen Blick auf meine Schwiegermutter und fuhr die Böschung hinab oder so. Und eines heißt, nein, ich schließe keine Lebensversicherung ab, wenn ich mal sterbe, sollen alle richtig schön traurig sein. Ja, also gut, da bin ich dann halt irgendwie, möchte ich es anderen nicht gönnen, erfolgreich zu sein, oder ich möchte einfach nicht, dass ich dann doch das Ziel erreicht habe, was meine Eltern immer für mich wollten. Und da muss ich auch erstmal nochmal klären, was ist da irgendwie los. Also das heißt, die falsche Betriebstemperatur verhindert, dieses, ne, ich bin zu gierig danach, brauche es zu dringend, dann sagt jeder, puh, Gottes Willen. Mein Sohn hat erzählt aus China, da die Chinesinnen, die sind ganz wild drauf, irgendwie Europäer zu haben. Und die eine, die hat also direkt nach, eine Krankenschwester hat sich seine Telefonnummer gefischt und ihn dann angerufen, als er zur Blutabnahme da war. Und die hat dann sofort gesagt, do you want to marry me? Und als er dann ablehnte, hat sie dann direkt seinen Freund und alle anderen auch direkt gefragt. Ne? Also, das ist dann halt nicht so förderlich. Ne? Und dann eben dieses zu lasche, ja, vielleicht ne, im nächsten Leben oder so, da wird natürlich auch nichts. Dann geht es darum, die Lieferung auch irgendwie zu erkennen, wenn sie ein bisschen anders aussehen. Ja, das ist also die 1,85 Meter oder 86. Ne? Vielleicht ist es besser, jemand ist ganz anders und da ergibt sich wieder eine völlig überraschende Wendung, also auch ein bisschen sich da spontan und flexibel halten. Dann muss ich natürlich auch was tun, ne? Also nicht nur bestellen, sondern auch Dinge tun. Ganz wichtig, ins Tun kommen. Und dann mich auch nochmal überlegen, ist der Schadensgewinn zu groß? Also viele Menschen brauchen ja Probleme, hat man den Eindruck, weil sie irgendwie halt auf andere Weise nicht abwehren können oder sich verteidigen können. Oder eben das Veränderungsrisiko, ich muss umziehen, ne? Ich muss meine Wohnung umräumen und alle diese Dinge, das sind quasi immer dieses ganze Abwägen. Also ihr seht, ganz so einfach ist es nicht mit diesen Bestellungen. Und jetzt geht es halt darum, wie könnt ihr euch fokussieren? Das heißt, tut euch doch jetzt mal zu zweit zusammen. Rutscht mal irgendwie so einander, miteinander. Ist noch jemand übrig, der keinen Partner hat? Hier ist noch jemand, meldet euch mal. Da hinten ist ein Dreier oder was? Hier ist noch jemand übrig?
Sonst macht er einen Dreier, könnte er ja auch machen. Okay. Also jetzt geht es darum, dass ihr euch einfach wirklich fokussiert, ja, dass ihr euch schön fokussiert, und es gibt jetzt quasi so 4 Fragen und macht mal gerade aus, wer ist A, wer ist B. Gut, also B fragt jetzt also A gleich, und zwar machen wir das in eine Richtung mindestens 5 Minuten. Ich werde gleich mal den Wecker hier stellen. Die erste Frage heißt ganz einfach: Was willst du? Ja, da könnt ihr einfach mal, ne? Was willst du? So, die zweite Frage heißt dann: Was willst du wirklich? Und B muss jetzt einfach penetrant dranbleiben, ja? Und keine Coaching-Gespräche führen, also keine weiteren oder anderen Gespräche. Wenn A nicht antwortet, einfach dranbleiben. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Was willst du wirklich? Dann, was wäre einfach schön? Ja, das ist wieder Hängematten-Modus, ne? Was wäre einfach schön? Und dann. Ja, so diese und dann Frage, was ist dann anders? Ne? Und dann fängt man einfach wieder von vorne an. Was willst du? Und es geht nicht darum, dass A das jetzt großartig erklärt oder, ne, ja, ich hätte gern so ein bisschen mehr von diesem und ein bisschen, ne? Also die Ziele sollten einfach, ist völlig ungeordnet, privat, beruflich, völlig wurscht, was euch in den Kopf kommt. Und das ist ein bisschen so ein Chimney Sweeping, also so ein Kaminfegen, ne? Ihr werdet merken, irgendwann, also am Anfang kommt noch der Verstand sehr stark, der jetzt irgendwie sich natürlich auch fragt, womit überfordere ich jetzt möglicherweise mein Gegenüber, ne? Von morgens bis abends Sex oder so, das ist vielleicht jetzt ein bisschen unanständig oder so, ne? Aber bei der Frage, was wäre einfach schön, kann das dann durchaus auftauchen, ne? Und ihr könnt euch natürlich, das werdet ihr sowieso tun, ihr werdet euch natürlich innerlich selbst beobachten bei dem, was sage ich jetzt, ja? Was sage ich jetzt, was kommt da raus? Sämtliche Filter sind aktiv, ne? Darf ich das überhaupt wollen? Ne? Und was ist, wenn ich das jetzt will? Ja? Muss ich das dann auch machen? Also frei flottierende Ängste. Ja, das alles kann natürlich dabei passieren. Und idealerweise kommt ihr in die Übung in so einen Zustand, wo ihr einfach irgendwas daher plappert und euch quasi zuhört bei dem, was da rauskommt. Ja, dass das also überhaupt gar nicht mehr irgendwie gesteuert ist, sondern dass ihr einfach sagt, hä, das wusste ich ja überhaupt noch nicht, dass ich das wollte. Ja, dann war irgendwie ein Teil, und man sagt, ich will ein Kind. Huch, hab ich das gesagt? Ja, also das ist einfach, und das ist Aufgabe von B, ist A einfach nur irgendwie so wirklich ganz schön Rapport zu halten und immer weiter zu fragen und nicht in irgendwelche, nicht abzudriften in, ach, interessant oder so, keine Diskussionen, und A muss nichts erklären. Also ihr dürft einfach frei von der Leber weg wollen, was ihr wollt. Okay, dann würde ich einfach sagen und go! Einfach sprudeln. Ja, das ist gut. Ich habe ein ganz schönes Bild. Alle 4 Fragen. Alle 4 Fragen. Ja, genau. Eine Frage nach der anderen stellen. Und dann wieder von vorne. Ja, mit neuen Ideen.
Und schneller, ne? Schneller, schneller. Nicht so viel nachdenken. Durch. Die ist ja gar nicht anstrengend, ne, die Übung. Dann tauscht euch mal eine Minute darüber aus, wie das für euch war. Okay? Das ist ein Schatten, weil ich nicht mehr so. Ja, ich stelle dich auf die Extra mit.
Ihr wart beinahe lebhafter bei dem Austauschen, wie es war, als bei dem, was willst du? Seid ihr etwa ins Jammern gekommen, wie schrecklich schwer das ist? Okay, jetzt in die andere Richtung. Also, was willst du? Stellt euch genau dieselben Fragen. Ja? Wiederhole ich zum Beispiel, was willst du, was willst du, was willst du? Ne, immer die Reihenfolge durch. Was willst du, was willst du wirklich? Nee, beim zweiten Mal nehme ich ein anderes Thema. Also kannst du auch, kannst du auch, ja, ja. Derselbe, der kann sich verändern. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen, was passiert. Genau. Entspann dich dabei. Was willst du? Was willst du? Mach das drängend. Nicht zu viel überlegen. Was willst du? Also ihr habt jetzt ungefähr Halbzeit. Gib alles. Was willst du? Noch eine Minute, leg los. Vielleicht ist es der wichtigste Wunsch deines Lebens. Und spür mal in dich rein. Es ist nicht der Wunsch deiner Eltern. Stell dir vor, alles ist möglich. Es geht nur darum, ob es dir gefällt, ob es deins ist. Nein. Also schön, dann bin ich irgendwann die weiße alte Frau, die der Leute gerne Die letzten Sekunden.
Der wichtigste Wunsch. Der wichtigste Wunsch ist, dass jetzt mal fertig wird. Ich habe Leute in meinem Dann tauscht euch mal kurz darüber aus, wie das war für euch. Und wie war's? Da gesehen, also wenn man dann so denkt, oh, das will ich. Das sind nur 5 Minuten. Na, stellt euch mal vor, der andere plagt euch noch länger. Lässt sich nicht abschütteln. Ja. Und es geht auch darum, eben nicht andere Fragen zu stellen, irgendwie ins Coaching zu kommen, irgendeine Umsetzung. Ja. Genau. Ja, das ist das Tolle, wenn man einfach so wirklich sich selbst zuhört, irgendwann nur noch, ne? Ja. Ja. Das ist dir wichtig. Ja. Das war erst sehr konkret, dann ja. Ist es weiter geworden und dann wurde es wieder konkret. Mhm. Das war aber auch bei beiden irgendwie so. Und auch die Gewichtung der Fragen ist, denke ich, auch nochmal anders. Ne? So erstmal dieses, was willst du, ist ja so relativ hart und dann kommt dieses wirklich. Ne? Das ist wirklich, das heißt eben, dass wir oft so Dinge wollen, weil wir meinen, wir müssten sie wollen. Ja, Georg? Ja, mir kommt da noch so eine Analogie zu dem Louis XIV, l'Etat-Simon. Ich würde es jetzt mal ändern, würde sagen, l'Universe-Simon. Ja, ja. Das Universum bin ich. Universum bin ich, also das Universum bin ich. Okay, jetzt habt ihr ja da so eine ganze Liste. Vielleicht wollt ihr euch da mal ein paar Sachen aufschreiben, auch, was da so gekommen ist. Ach so, gut wäre natürlich auch gewesen oder ist, wenn man das aufnimmt. Dann 5 Jahre nochmal anhören. Was? Dann 5 Jahre nochmal anhören. Genau. Ja. Das war so.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch toll, jemanden zu haben, so einen Sparing-Partner, der einfach dran bleibt, ja? Also sich nicht abschütteln lässt. Weil üblicherweise, wenn wir jetzt so beim Kaffee trinken sind oder so, ne? Kennt ihr eigentlich diese Einrichtung der Erfolgsteams? Macht euch das was? Also Erfolgsteams kann man gründen mit nicht zu vielen, so vielleicht so 3-4 Leute. Und dann trifft man sich regelmäßig und fragt sich im Grunde genommen nur das. Ne? Und das wird dann aufgeschrieben und beim nächsten Mal vorgelesen. Also da kann man sich auch dann so Etappenziele, weil jetzt würden wir ja daran gehen, die Bestellung im Einzelnen durchzugehen. Also jetzt nehmt doch mal etwas, was da jetzt so hochgeploppt ist, was euch jetzt total hängen geblieben ist. Und wir gehen jetzt nochmal zurück. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Und ihr könnt jetzt mal... Also, hat jeder von euch jetzt mal einen Wunsch, ein wichtiges... Was ich will. Am besten mal kurz aufschreiben, dann habt ihr auch da ein bisschen eine Erinnerung dran. Der muss nicht besonders konkret sein, der Wunsch. Das wird jetzt konkreter in den 14 Schritten. Okay, also ihr habt einen, ja? Der Partner weiß auch, welches das ist. Also informiert euch gerade mal darüber, welchen nimmst du. Einfach einer, der jetzt gerade hochploppt, der irgendwie interessant ist. Und es kann zu Übungszwecken auch was Kleineres sein. Also es muss jetzt nicht gleich das weltbewegendste Thema sein. Ihr werdet sowieso merken, dass auch im Kleinen das Große ist. Es braucht nicht unbedingt ein Riesenthema, um letztlich wieder diesen Weg zu finden. Okay? Habt ihr? Gut. Ja? K- ist ein kinästhetisch negativ. Ne? Das wir haben ja im NLP haben wir dieses Quintupel Warkok. Erinnert ihr euch vielleicht, falls ihr schon mal einen Practitioner gemacht habt? Und K- und K+ unterscheiden wir gute oder negative Zustände. Ein K+ ist ein guter Zustand, ein K- ein negativer Zustand. Okay, jetzt machen wir es so, wir gehen diese 14 Schritte durch und ihr fragt euch das immer gegenseitig. Also pro Frage, erstmal ist A dran, dann ist B dran. Und jetzt fragt B A, wie ist es denn jetzt damit mit der Motivation? Also ist denn schon klar, dass das, was du bisher gemacht hast, anstelle des neuen Zieles, ist das auch wirklich schon abgeschlossen? Oder was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hast du mal ein Ziel? Ja. Könntest du es mal veröffentlichen? Ja, ein erfülltes Leben. So, das heißt also ein erfülltes Leben. Mhm. Hast du so vielleicht mal eine konkrete Idee, wie du es erfüllen darfst? Ja, arbeiten, solange ich kann. Arbeiten, solange du kannst. Ohne Druck, mit Spaß und Freude. Ah, ja, kommt schon Werte rein. Ja? Ohne Druck, mit Spaß und Freude. Okay. So, das bedeutet also, wenn du jetzt mal dein Leben nimmst, wie es jetzt ist, und dann sagst du dir offensichtlich, dass es jetzt nämlich zu viel Druck hat und zu wenig Freude. Es hatte zu viel Druck, viel Freude, aber viel zu viel Druck. Viel zu viel Druck, also das, ja. Der Druck ist das Thema. Der Druck und dieser Erfolgsdruck. Dieser Erfolgsdruck, genau. Und bist du dir sicher, dass du das wirklich nicht mehr haben willst, diesen Erfolgsdruck? Ja. Gut, darum geht's. Okay. Ja, also ihr müsst jetzt quasi mal das finden, wovon man sich abstößt. Weil bevor man was Neues, ne? Wenn du denn denkst, du brauchst den noch, obwohl wir kommen auch noch dazu, das ist ja diese 14 Schritte, sind wie so eine Waschmaschine. Ja, also wenn ihr es nicht beim ersten Mal gepackt kriegt, dann mindestens bei Klappe die 17. irgendwann. Ihr könnt den Vortrag auch haben, müsst mir einfach nur eine E-Mail schreiben, dann schicke ich euch den. So, also fragt euch mal, was ist das eben, was du jetzt quasi nicht mehr willst und wovon bist du da ganz genau überzeugt? Ja.
Okay, also ihr wisst jetzt, da ist die Grenze. Dann gehen wir den Schritt weiter. Also wie sieht es aus mit Reparieren und Alternativen? Ja, könnt ihr vielleicht den alten Zustand doch noch halten, wenn ich weiter mit dir machen darf? Du bist wie? Patricia. Patricia, kannst du das? Patricia. Mach Patricia. Also Patricia, kannst du das vielleicht doch noch irgendwie behalten, diesen Leidensdruck? Kannst du den noch irgendwie reparieren, diesen Zustand? Nein, das kann ich nicht mehr. Geht nicht mehr, weil ich zu krank geworden bin. Ja. Okay, daran hast du es, da hast du das Kriterium. Ja. Krankheit, Gesundheit. Ja. Also, ja, was für Alternativen machst du? Also welche so quasi Seitwärtsbewegungen finden noch so statt? Es doch noch so ein bisschen zu behalten. Ja, ich bin vielleicht komplett, ich bin nicht los, aber mit dem kleinen Finger hänge ich noch dran. Das bedeutet, dass ich immer noch voll dran hänge. Weil auch der kleine Finger. Ja, also fragt euch das mal gegenseitig. Kann ich es noch irgendwie reparieren oder den Alten noch irgendwie ein bisschen fortsetzen? Ja, ich mache das jetzt schon seit der Zeit. Kommen lassen. Ja? Wie genau? Ne?
Was könntest du denn da alles so stattdessen tun? Dein Patricia, was machst du stattdessen? Also ich sehe das schon. Ich stell mir das vor, ich stehe nicht mehr morgens um 4:30. Sondern? Aber ich lasse den Wecker aus. Es gibt keinen Wecker mehr. Es gibt keinen Wecker. Wecker werden abgeschafft. Wann ich will. Ja. Und dann frühstücke ich in aller Gemütlichkeit mit meinem Mann. Ja. Und dann gehe ich in mein Taxi oder in mein Seminar heute. Genau. Und du lässt die Termine einfach fließen. Und die lasse ich dann so, die tue ich so. Setzen, dass ich sage, wir mal schon um 11 Uhr anfangen. Das reicht ja. Genau. Und ich habe kein schlechtes Gewissen. Dafür erhöhst du die Preise. Und vielleicht effektiver. Natürlich. Du bist auch viel exklusiver dadurch. Voilà. Na? Dich kann natürlich nicht jeder haben dann. Voilà. Ja. So ist es. Luxusparke. Genau, also ihr versteht schon, ja? Also so in diese Richtung dürft ihr jetzt mal so hängemattenmäßig. Genau. Was wäre alles so schön, so richtig? Und auch hier wieder darfst du ruhig unverschämt sein, ja? Leg noch ein Schäppchen drauf. Du kannst ja auch noch so die Feinsuche mit hinzunehmen, so welche ganzen Eventualitäten möchtest du noch klären? Und deine eigenen Werte noch so reinbringen, was ist dir daran wichtig? Und am besten machst du das mit einem Lächeln voller Jugend und Frische. Und dann komm mal so langsam zu einem inneren Entschluss. Ja, komm mal so bündel, dass du es wirklich willst. Ja, so. Triff eine Verabredung mit dir. Na, Patricia, an dieser Stelle kannst du auch dich fragen, was könnte ich tun, um es zu verhindern? Ja, wie kannst du es verhindern, dass du jetzt in diesem, ne, wirklich schönen Fluss bist? Und dich dann wieder fragen, und was hätte ich gerne stattdessen? Ja. Dann nimm dir vor, dass du nur die Arbeit, das, was du bei dem Leben hast, dass du dir das auch schön schreibst. Ja, genau. Ja. Weil wieso sollst du dabei leiden? Du kannst dir ja schöne Musik auflegen, tolle Klamotten anziehen, was Leckeres zu trinken, zu essen, Freundinnen. Ja? Also die ganzen Umstände können wir uns ja selbst gestalten.
Also falls Probleme auftauchen, dann könnt ihr diese wieder in die Hängematte nehmen. Und ihr überlegt euch, wie kann ich hängemattenmäßig meine Steuererklärung zu einem Orgasmus machen. Ja? Als NLPler ist das gar kein Problem. Das kriegen wir mit links hin. Okay, ihr habt also den Entschluss gefasst, jetzt haben wir schon diese ganzen Kriterien, ja? Preise, Größen. Ja, wie entscheidest du dich? Also kommen wir dir dann noch mehr auf die Spur? Ganz, ganz wichtig. Was sind deine wichtigsten Werte? Ihr kennt vielleicht dieses Spiel mit den Kärtchen und den Kriterien. Was ist der wichtigste Wert? Was kommt danach? Wie gehe ich dabei vor? Neu bewerten. Okay, dann lehnt euch mal zurück und bestellt. Wir sind jetzt beim Klick, ja? Also Kaufvertrag abschicken. Schickt mal deinen Wunsch ab. Und schau mal, was musst du noch so machen? Ja, musst du noch eine andere Farbe kriegen, anderes Licht? Oder du kannst ihn dir geschrieben vorstellen. Oder einfach so richtig plastisch machen. Und dann schickst du einfach plupp und lässt los. Was machen wir das? Du schickst den Wunsch jetzt ab. Ans Universum. Also ihr könnt auch mal so diese Übung machen, aus dem Tai Chi ist das, den Adler fliegen lassen. Bald mal die Fäuste, ganz, 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 ganz. Und dann, ja, so schicken wir jetzt mal ab. Also, konzentriere dich nochmal so richtig, dein Wunsch. Ja. Und. Tief durchatmen. Ja, dann werdet ihr jetzt. Ne? Ja. Jetzt geht es halt in den nächsten Tagen, Wochen darum, auf die Lieferung zu warten. Vielleicht erfüllt es sich schon jetzt gleich beim Mittagessen. Ja, vielleicht kannst du jetzt gleich schon was dafür tun. Schau mal nach bei den Nachbarn, vielleicht haben die schon was gekriegt. Und falls irgendwelche Ärger und Ängste auftauchen, ja, lass dich davon nicht abbringen, sondern geh einfach nochmal zurück zu was will ich, ne? Mach nochmal hier diesen. Auf deinem Marlon Brando hat gesagt, auf meinem eigenen Weg kann mich niemand überholen. Ja, das heißt, da, wo meine Nase vorne ist, da ist meine eigene Spur. Und deswegen kannst du dich auch nicht blamieren oder irgendwas falsch machen, weil es ist ja dein eigenes Leben. Und du kannst jederzeit in deinem Leben Dinge ändern. Du kannst ja sagen, vielleicht ist dieser Wert irgendwie nicht mehr wichtig oder meine Kriterienliste muss ich nochmal anpassen oder überarbeiten. Ja, du kannst da machen, was du willst, tatsächlich. Ja. Tja. Und falls sowas passiert, ne, sag dir einfach, okay, ne, so Klappe die 17. Es kann ja sein, dass ich das noch ein bisschen feiner oder dass es, also letztendlich, es gibt ja so eine neue Methode im Business, dieses Agile Coaching, wo man immer nur noch 2 Wochen Ziele hat.
was sehr viel sinnvoller ist als irgendwie Jahresziele, weil man nämlich dann immer schön Erfolge feiert und auch viel besser sich einschätzt, was schaffe ich eigentlich in der zur Verfügung stehenden Zeit, ohne mich zu stressen, ohne mich zu überfordern. Und dabei lerne ich vor allem mich selber ganz gut kennen, ne? Dass ich einfach weiß, wie bin ich eigentlich gestrickt. Und wenn etwas zu viel ist, dann mach mal ein bisschen weniger. Oder ändere die Umstände, geh in deine Hängematte und sag dir, wie kann ich das so gestalten, dass auch das jetzt wieder passt und dass es meins ist. Ja, die Hängematte, die ist... Ich hoffe, ihr habt alle eine Hängematte zu Hause, sonst... Genau. Ja, und dann einfach weitermachen, ja, also von erfolgreichen Menschen weiß man, dass sie vor allem einfach weitermachen. Kennt ihr die Geschichte von dem, wer hat das noch geschrieben, war das irgendwie so Seiwert oder so, der war irgendwie unterwegs in Südfrankreich und traf einen Tramper und der Tramper hat er gesagt, was machen Sie denn? Ja, ich bin DJ auf Hawaii. Wow, hat er gesagt, das ist ja mal super, ne? Ja, wie haben Sie das denn geschafft? Ja, ganz einfach. Er hat sämtliche Hotels in Hawaii angerufen, gefragt, ob die einen DJ brauchen. Und eins hat gesagt, sie können und kommen. Ja, ist ja irre, sagt er. Und wie viel rufen da so täglich an bei den Hotels? Ja, keiner. Keiner, nein. Ja, das heißt, also die meisten Menschen geben auf bei einem Versuch. Das heißt also, ne, das Dranbleiben, wieder aufstehen, Krone richten, ne, und weiterlaufen, das gehört einfach so dazu. Und letztlich auch so diese Idee des Rhizoms. Also das Rhizom ist wie eine Ingwerwurzel, die wächst immer dahin, wo es günstig ist. Und wo es ungünstig ist, stirbt sie ab. Und bleibt aber immer die Ingwerwurzel. Ja, das heißt, schaut einfach, ist es da günstig für mich? Ist das so... Ja, also diese somatischen Marker hatten wir hier ja bei einem der letzten Kongresse. Die somatischen Marker sagen mir ja, ist das meins, fühle ich mich damit wohl, bin ich da in meiner Kraft, bin ich in meinem Ressourcezustand. Und wenn ich das nicht bin, dann muss ich einfach das ganz schnell ändern. Ab in die Hängematte, überlegen, wie könnte es denn gehen? Ja, dann brauchen wir uns gar nicht mehr mit den Fehlern zu beschäftigen, weil... Ihr nehmt dann einfach das alles an. Ja, also dieses ganze Verstresste und so weiter, das braucht ihr nicht mehr. Immer wieder schön zu sich kommen. Und hier unsere wunderbaren Bestellungsübungen machen. Und dann danke ich euch vielmals für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Bestellen.